Aber guter langer Pass, da haben sie ihn völlig übersehen auf der rechten Seite und da ist das 1:0. Breitkreuz vergibt noch und dann ist es Andres Eriksson. Vielleicht war auch der erste Schuss von Clark war an die Latte und dann ist Andres Eriksson zur Stelle mit seinem 7. Saisontor. Kutzes, keine Chance, 1:0. Und das war eiskalt, schön gespielt. Janke legt da rein in den Slot. Und da ist David Kuchaida, der da einfach die Kelle reinhält und die Scheibe schlägt oben links im Eck ein. 2:0. Aus Sicht der Gäste nach ziemlich genau der Hälfte der Spielzeit. Ihrer Füchse. Und da ist gleich der nächste Treffer. Wieder so ein Ding, wieder hereingespielt in den Slot. Schläger reingehalten. Tor! Und es war Clark Breitkreuz, der da irgendwie die Lücke findet. Bastian Kutzes überwindet. Und das 28 Sekunden nach dem 2:0. Da ist mit schöner Platz. Und er nutzt diesen Platz. 1:3. Adam Mitchell, der Kapitän. Der hat genau gepasst. Kessler zum ersten Mal geschlagen. Und Adam Mitchell mit seinem 10. Saisontor. Löwen verkürzt. Spang nochmal mit einem Schuss von der blauen Linie. Und da ist er. Tor in Überzahl. Adam Mitchell mit seinem 2. Treffer. 2:3. Faber spielt die Scheibe quer durch den Slot. Keiner kommt ran. Und zack. Landet die Scheibe im Tor. Aus. Nein, nicht Ausgleich. 2:3. So weit sind wir noch nicht. Und wieder der Kapitän. Und als die Strafe abläuft. Das zweite Tor und jetzt auf der anderen Seite. Achtung! Und Maginot, da hat er Platz und der Ausgleich! Kevin Maginot! Fliegt hier das Dach fast weg mit diesem Tor. Doppelschlag der Löwen. Oh, Scheibe nicht richtig getroffen.
Fliegt er in der Bogenlampe oder ist der erneute Treffer für die Füchse 4:3. Wieder ein Powerplay-Tor für die Gäste. Im Rebound Charlie Janke mit seinem vierten Saisontor. Ja, und das war sicherlich dieser Flatter-Puck, irgendwie abgefälscht. Und da ist der neunte Ausgleich. Max Faber. Fast eine Kopie des 3:3. Wieder Querpass Mitchell diesmal. Und Faber mit der Direktabnahme. Wieder der Ausgleich. Wieder Powerplay-Tor. Treibt an. Und da kommt der Pass und das Tor. Was für eine Kombination. 9 Sekunden. In Overtime das 5:4. Happy End für die Löwen. Wenn man so will. Aber was war das für ein Spielzug? Matt Toussignon mit seinem siebten Saisontor. Extraordinär. Ja, natürlich. Klack. Breitkreuz, Ex-Löwe. Willkommen hier. Die Auszeichnung Spieler des Tages. Gerne der auf den Sieg mitgenommen. Bei den Löwen wird ja Adam Mitchell, der Goldhelm mit 2 Toren, zum Spieler des Tages gekürt. Ja, die Löwen gewinnen 5:4 gegen die Lausitzer Füchse. Was für eine Rallye jetzt am Schluss hier. Let's talk about the game. Some kind of two parts. So after two periods, you were 3-0 in front. So, what was the difference between your team and the Löwen? Yeah, I think that Frankfurt's one of the best teams in the league for a reason. They're old, got a good veteran presence, and they didn't panic. They just kept coming and kept coming, and I don't think we gave up or tried, but they're a good team. I mean, they're bound to, put a puck in the net here or there, and I think it turned out to be a good period. We battled back and came up again with one, and then, their power play back to 4. So I think it's just the way it goes. You know, they're a good hockey team, and they found a way to come back. Okay, let's talk about you. You come back to Frankfurt. How emotional was it for you? Yeah, that was unbelievable. The welcome I got today was something I'll never forget. That was crazy. It's hard to even explain. Right from the start of the game and then at the end, that's just, I can't even explain. It's unbelievable. It's heartfelt. I brought tears to my eyes. So it's just the impact that I had here for the fans and the people is just, melts my heart. It's unbelievable. Then thank you very much and all the best for you and of course for your team. Yeah, thank you very much. Teilen wir das Spiel mal in 2 Teile auf. Nach 40 Minuten 3-0 für Weißwasser. Was hat da noch nicht bei euch gepasst? Ich glaube, wir sind einfach noch nicht ins Spiel reingekommen. Keine Ahnung, ist schwer zu sagen, wieso. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir heute von Anfang an da sind, weil es war in letzter Zeit schwer für uns. Der erste Drittel war oftmals schlechter Start. Da haben wir eigentlich gesagt, wir wollen heute mal von Anfang an da sein, versuchen das umzusetzen. Ist uns leider nicht gelungen, am Ende mit einem glücklichen Ausgang. Wer hat denn in der zweiten Pause die Ansprache gehalten und was hat derjenige gesagt heute? Ja, hauptsächlich der Coach, dass wir einfach an uns glauben sollen, unser Spiel weiter durchziehen sollen, dass wir es immer noch schaffen können und das hat auch jeder geglaubt. Ich glaube, das hat man auch gesehen im dritten Drittel, dass jeder dran geglaubt hat und ich glaube, wir haben das ganz gut umgesetzt.
Wo holt ihr denn die mentale und die konditionelle Kraft nochmal her, immer das Spiel immer aufzuholen? Ich habe keine Antwort darauf. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, wir sind einfach so ein gutes Team, wo einfach jeder dran glaubt. Und wir zeigen es ja jedes Mal wieder, dass wir die Möglichkeiten haben, Spiele zu drehen. Diesmal innerhalb von 20 Minuten plus Overtime. Ja. Ja, weil wir in Overtime gehen müssen. Am Freitag geht es nach Ravensburg. Irgendwie an der Vorbereitung was ändern nach dem kräftigen Wochenende oder wie immer? Ja, was ändern brauchen wir glaube ich nicht. Wir müssen halt einfach mal schauen, dass wir von Anfang an da sind, weil ich glaube nicht, dass wir jedes Spiel so drehen können. Egal wie gut wir am Ende spielen. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.